Willkommen bei sozialen fachlichen Betreuung. Jetzt geht es weiter mit dem Thema Kindheit und Erwachsenwerden. Dazu gehört auch das Lernprogramm. Lernprogramm beginnt bei kleiner Kinder schon. Kleine Kinder lernen so schnell. Ja, zuerst krabbeln sie, dann ziehen sie sich hoch und laufen. Stürze und blaue Flecken vergessen sie schnell. Aber in dem Moment ist natürlich der Weltuntergang für die Kleinen. Ja, das sind kleine Kinder mal. Denn es gilt, die aufregende Welt zu entdecken. Die neuen Fähigkeiten. Babys lernen schon früh die Koordination von Händen und Augen. Sie beobachten mit den Augen, wie die Hände Gegenstände, zum Beispiel Spielsachen oder Becher, anheben. Mit etwa 9 Monaten können die meisten Babys auf allen Vieren krabbeln. Sie beginnen sich in den Stand hochzuziehen, also sie versuchen schon zu laufen. Mit etwa 18 Monaten können die meisten Kleinkinder alleine laufen. Das ist ungefähr nach 1,5 Jahren. Falsch herumzeichnen. Habe ich auch noch was? Zeichne mit einem Stift ein Mondgesicht. Dann nimm den Stift in die andere Hand. Wenn du Rechtshänder bist, nimm die linke Hand. Versuche jetzt das Gesicht mit der falschen Hand zu zeichnen. Das ist schwierig und dauert länger. Wenn du es übst, wird es langsam einfacher. So lernen auch kleine Kinder, wie man eben mit der Motorik umgeht. Die Spielregeln. Oh, meine Güte, das ist ja schön hier zu lesen. Beim Lernen geht es nicht nur um Bewegungen und körperliche Fähigkeiten. Kinder lernen auch, sich mit anderen zu verständigen und wenn es noch ein bisschen gegangen ist, und anzufreunden. Kinder müssen lernen zu teilen, abzugeben und Rücksicht auf andere zu nehmen, statt immer ihren eigenen Willen durchzusetzen zu wollen. Liebe Eltern, bringt es euren Kindern bei, denn es leben schon zu viele Egoisten auf dieser Welt, die eigentlich nicht hierher gehören. Nicht zu fassen. Gesunde Babys wiegen bei der Geburt zwischen 3 bis 4,5 Kilo. In 4 Monaten verdoppelt sich das Gewicht und bis zum ersten Geburtstag verdreifacht sich das Gewicht. Also, das ist ein ganz schöner Brummer. Laufen lernen. Wir gehen und laufen ganz selbstverständlich herum. Kleine Kinder müssen es aber erst noch lernen. Der Kopf eines Kleinkindes ist im Vergleich zum Körper groß und schwer. Die Beinmuskeln sind noch schwach. Darum fällt es kleinen Kindern schwer, aufrecht zu gehen. Die Entwicklungsstufen kann ich auch nochmal erzählen. Kinder lernen unterschiedlich schnell. Diese Tabelle zeigt, was Kinder in unterschiedlichen Altersstufen durchschnittlich können. Das Alter von 0 bis 3 reagiert auf Geräusche, bemerkt die eigenen Hände, lächelt, wenn es die Stimme der Eltern hört, hält den Kopf aufrecht, greift nach Spielzeug. 3 bis 6, wahrscheinlich mehr Monate, sind das hier, führt die Hände zusammen, wendet den Kopf Geräuschen zu, dreht sich vom Bauch auf den Rücken und zurück. Beine tragen kurzzeitig das eigene Gewicht, stützt sich in Bauchlage mit gestreckten Armen hoch. Ach stimmt, ja, das wo man sich dann sowas ähnliches wie Liegestütze. 6 bis 9. Sitzt ohne Hilfe aufrecht und krabbelt. Wenn die Zeit des Krabbeln anfängt, muss man immer hinterher sein. Denn das Kind ist beim Krabbeln schneller als die Polizei erlaubt. Und es kann auch mal ganz schnell weg sein. Und hält die Flasche. 9 bis 12. Zieht sich in den Stand hoch, spricht mindestens ein Wort, läuft an der Hand oder an den Möbeln. Und 12 bis 18 Monate
hält einen Becher ohne zu kleckern, geht durch den Raum ohne hinzufallen, geht ohne Hilfe oder Stütze, spricht mindestens zwei Wörter und es kann alleine essen. Ja, das war zum Lernprogramm des Babys, würde ich das nennen, Lernprogramm eines Babys. Bis dahin noch viel Spaß und tschüss.